Ja, und herzlich willkommen hier wieder bei Train Simulator, bei einer Mod-Vorstellung. Und der nette Grimms, so schnell wie er ist, hat er auch schon die nächste Lok fertig. Da haben wir die Deutsche Bundesbahn und wie gesagt, da sind also im Shop sind noch ein paar Fehler. Die wird da hier behoben, hier fehlt zum Beispiel das Titelbild. Aber die Lok ist hier zum Beispiel ab dem Jahr 1953 verfügbar. Die Höchstgeschwindigkeit ist 140, Gewicht 80 Tonnen. Leistung hat sie 1618 Kilowatt. Zugkraft hat die nur 220 kN. Betriebskosten 600.000 im Jahr und Lebensdauer 50 Jahre. Und ich habe hier schön die Rheingold-Anhänger dahinter. Das sieht ganz modern aus. Ich habe bloß nur den falschen Anhänger dazwischen. Das sieht noch ein bisschen epic-fell aus, aber dafür kann die Lok ja nichts. Das liegt an den Waggons wahrscheinlich. Ja, zur Deutschen Bahn würde ich jetzt hier mal sagen, zur der V200. Also texturmäßig Bombe. Er wollte sie noch ein bisschen überarbeiten, auch noch so Kleinigkeiten machen. Aber so hat er sie mir schon mal gegeben. Das Partikelsystem ist auch genial. Also es qualmt auch oben. Ich habe so eine Lok schon in echt mal brennen sehen, also große Mahlzeit sage ich nur dazu. Ja, das Modell kann ich eins und eins zustimmen, weil dies habe ich als Modelleisenbahn, diese Deutsche Bundesbahn. Da stimmt wirklich so alles, wie es ist. Da gibt es zwei Varianten von. Er hat die eine davon genommen und kann mich eigentlich nicht beschweren. Deswegen gibt es von der Textur 5 von 5 Sternen und ebenfalls 5 von 5 Sterne für das Modell. Ja, die kleinen Fehler im Shop, so rum. Was für ein Deutsch wieder. Da kann man nicht meckern. Wie gesagt, das Horn ist auch anders, wie man gerade gehört hat. Einfach perfekt. Kann man sich eigentlich nicht beschweren für eine schöne Lok. Also eigentlich alles perfekt. Die Puffer hier vorne. Ja, dann bedanke ich mich wieder für Grimms für die nette Zusendung dieses Moddes. Der ist ja so schnell, Decke, da komme ich ja gar nicht hinterher. Und verabschiede mich auch schön mit dieser Lok, der V200. Alles klar, bis dann. Tschüss.